Fahrschulcrew hier. Hallo. Und zwar wollten wir heute mit euch einige Technikfragen besprechen. Der Prüfer, der möchte ja nicht nur sehen, dass ihr das Auto fahren könnt, sondern er stellt euch auch zu Beginn eurer Prüfung ungefähr 3 technische Fragen. Ja. Und über die sprechen wir heute genau mit euch. Okay. So, wir zeigen euch einmal, wie ihr die Motorhaube öffnen könnt. Und zwar ist das ein VW T-Roc. Der hat hier unten links den Hebel, den ihr einmal zu euch ziehen müsst. Daraufhin öffnet sich die Motorhaube. Der Christian zeigt uns jetzt, wie man die öffnen kann. Motorhaube ist hier, wo der VW-Zeichen ist, so ein Stückchen rechts. Ist so ein Pinösel, muss man nach links drücken. Dann geht die schon hoch, ist ein bisschen schwer. Hier mit dieser Arretierung, mit dem gelben Ding einmal da oben in das Loch. Und dann bleibt sie schon stehen. Und zwar fragt der Prüfer manchmal, unter der Motorhaube haben wir auch Flüssigkeiten. Können Sie uns die bitte einmal nennen? Dann könnt ihr natürlich mit der Kühlflüssigkeit beginnen. Der Christian zeigt uns die jetzt. Genau, hier ist der Kühlflüssigkeitsbehälter. Wenn das Auto gefahren ist, ist die heiß. Also wenn ihr den aufmachen müsst oder wollt oder wie auch immer, erst warten, bis die abgekühlt ist. Nicht einfach aufmachen. Hier sieht man auch ein Thermometer drauf, der da Wasser rausspritzen kann, wenn man den Deckel aufmacht. Sehr schön. Kühlflüssigkeit ist bei dem VW jetzt hier rosa. Da heißt also, wir können nicht da einfach ein grünes oder so reinmachen oder ein blaues, sondern die Farbe ist immer spezifisch zu dem Auto und darf nicht vermischt werden. Ja, der Prüfer, der fragt euch auch ab und zu mal, woran wir erkennen können, ob genug Kühlflüssigkeit drin ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Bild sieht, aber ich denke schon. Hier ist ein Minimum, obere Strich ist Maximum. Und daran können wir erkennen, dass wir genug Kühlflüssigkeit drin haben. Sehr schön. So, die erste Flüssigkeit hätten wir abgehakt. Die zweite Flüssigkeit ist einmal der Scheibenwischwasser. Wo befindet sich denn der Behälter? Scheibenwischwasser ist hier ganz rechts im Motorraum. Blauer Deckel, sieht man auch. Eine Scheibe mit so einem Wasser, was da rausspritzt. Kann man einfach auffüllen. Ein bisschen Wasser. Im Winter sollte man auf jeden Fall noch Frostschützer reinmachen. Und für im Sommer gibt es halt verschiedene Konzentrate, um die Fliegen besser von der Scheibe abzukriegen. Also immer gucken, dass der voll ist, weil wenn im Winter die Scheibe vermatscht ist und wir haben kein Wasser drin, haben wir natürlich ein Problem, dann sehen wir gar nichts mehr. Genau, und im Winter auch bitte darauf achten, einmal komplett durch die Leitung das Frostschutzmittel fließen zu lassen. Das stimmt. Bringt nichts, wenn das Frostschutzmittel drin ist. Genau, aber die Leitung... und die Leitung verstopft es dann wegen dem Eis. So, die dritte Flüssigkeit. Nee, lass uns mit der Bremsflüssigkeit weitermachen. Hier beim VW T-Roc, oder generell bei VW, sieht man den Bremsflüssigkeitsbehälter meistens hier hinten rechts im Motorraum. Weißer Behälter mit schwarz-gelbem Deckel. Dort 4 Bremsflüssigkeit. Sollte man selber nicht tauschen, weil die ätzend ist. Und man sollte den Deckel auch nicht aufdrehen, weil die Bremsflüssigkeit das Wasser aus der Umgebung saugt und dann dementsprechend schneller schlecht wird. Und deswegen sowas vom Fachmann machen lassen. Die können auch mit einer Pimpette messen, ob die Bremsflüssigkeit noch gut ist. Und wenn nicht, dann wird sie halt ausgetauscht, aber wir selber haben da jetzt erstmal nichts dran verloren. So, dann weiter mit Motoröl bitte. Motoröl. Also hier haben wir den Motor, dieser schwarze Kasten hier, darunter ist der Motor. Hier können wir Motoröl nachfüllen, hier können wir den Motorölstand checken. Ja, kann man aufmachen, kann man reingucken, kann man Öl nachkippen. Welches Öl da reinkommt, steht in der Betriebsanleitung oder manchmal hat man auch hier so einen Zettel von der Inspektion. Da kann man auch gucken, welches Öl drin ist. Steht jetzt hier leider nicht drauf. Aber gut, steht auf jeden Fall in der Betriebsanleitung. Und wenn wir den Ölstand messen wollen, dann müssen wir hier diesen Peilstab rausziehen. Na ja, mal feste, mit einem Lappen festhalten so ein bisschen, damit er nicht hin und her schwabbelt. Einmal richtig sauber machen. Weil würden wir den jetzt einfach nur rausziehen ohne den Lappen, dann würde der natürlich jetzt hier hin und her schwabbeln und das ganze Öl natürlich im Motorraum verstreuen oder an den Klamotten. Also sauber machen, wieder reinstecken, ganz bis nicht mehr geht. Wieder raus, wieder festhalten. Und jetzt können wir ganz genau hier sehen, ist komplett voll. Da ist Minimum, hier ist Maximum und ist genau bis oben hin voll. War gerade bei der Inspektion alles gut. Noch mehr als genug Öl drin. Öl ist auch schön hell und nicht schwarz. Also wissen wir, ist alles gut. Was können wir noch unter der Motorhaube sehen, Christian? Ja, noch unter der Motorhaube haben wir hier einmal den Luftfilterkasten. Der sollte natürlich auch immer schön sauber sein, damit die Abgase
nicht noch mehr werden, als sie eh schon sind. Der Motor gut verbrennt und nicht unnötig viel Sprit verbraucht. Luftfilterkasten. Hier ist noch die Batterie. Aber da haben wir jetzt in erster Linie nichts zu tun. Natürlich zu wissen ist, wenn der Motor im Winter schlecht anspringt, ist meistens irgendwas mit der Batterie nicht in Ordnung. Die fünfte Flüssigkeit ist natürlich noch Sprit, sollten wir regelmäßig kontrollieren natürlich. Vor allen Dingen, wenn wir auf einer Autobahn drauf fahren wollen, sehen wir natürlich im Armaturenbrett, ob wir noch genug drin haben. Nicht, dass wir liegen bleiben, das wäre schlecht wegen Spritmangel. Ja, wieder zumachen die Motorhaube, heißt ein bisschen anheben. Dann können wir hier den Stab wieder rausholen, hier unten reinklicken, damit er nicht rumfällt, ne, sonst wird er schön fest ist. Also drei Viertel runterlassen und dann einfach fallen lassen. Ja, das waren die Flüssigkeiten beim T-Roc. Dasselbe gucken wir uns jetzt nochmal im Schnelldurchlauf beim 1er BMW an. Christian, dann zeig uns mal bitte, wie es beim BMW aussieht. Hier haben wir den Kühlmittelbehälter. Ne, wie man sieht, der hat blaue Kühlflüssigkeit. Also nicht die pinke da reinmachen, auch nicht, wenn ihr ein Mädchen seid oder eine Frau. Wir haben nachgeguckt, wir haben nichts gefunden, ob Minimum- oder Maximumstand zu sehen ist. Wenn sich damit jemand auskennt, schreibt dann mal in den Kommentaren, woran man das erkennen kann. Wir wissen es leider nicht. Hier haben wir auch den Luftfilterkasten. Auch hier kann man den Luftfilter wechseln. Das sind so Sachen, die kann man selber machen, wenn man möchte. Hier wird der Ölstand bzw. das Öl nachgefüllt. Ne? Kann man hier ausschrauben, reinfüllen, kein Problem. Auch hier in schwarz gehalten, ne? Nicht wie beim T-Roc in gelb, ist der Ölpeilstab. Wischwasser, auch hier selbes Zeichen, sieht nur ein bisschen anders aus. Hier kann man die Scheibenflüssigkeit nachkippen, Scheibenwischwasser. Ja, und den Bremsflüssigkeitsbehälter, den sieht man jetzt hier bei dem Auto leider nicht. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo drunter sein. Doch, da hinten ist er, sieht man noch ganz klein. Wenn man da reinguckt, weiß ich nicht. Da hinten ist so ein Behälter. Da ist die Bremsflüssigkeit. Aber die ist eh nicht für uns und deswegen ist sie auch ganz verbaut, damit wir da keine Probleme haben. Ach so, und die Motorhaube, die geht bei BMW natürlich, bleibt von alleine oben. Ne? Die hat hier so Haubenlifter. Gut, wenn wir die zumachen wollen, die Motorhaube mit Lifter auch zumachen und einfach runterdrücken. Der Rest geht von selber. Ja, und bei dem Wagen genau dasselbe. Sprit kontrollieren, natürlich immer Armaturenbrett, wo sonst. Und wenn noch Fragen sind, schreibt die gerne in die Kommentare. Ansonsten lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wahrscheinlich wieder im Auto, weil es ganz schön kalt draußen. Ha ha ha!